Hallo und herzlich willkommen zu der Tag auf Ländle TV. Mein Name ist Nadine Dunst-Ender und wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. 100 Jahre Vorarlberger Fußballverband, das VfV-Cup-Finale der Herren und im Anschluss das Wetter von Kachelmann. Buchpräsentation 100 Jahre Vorarlberger Fußballverband. In diesem Jubiläumswerk gibt es die komplette Geschichte des Vorarlberger Fußballs von 1920 bis zum Jahr 2020 zu sehen. Seltene Bilder, viele Informationen. Wir waren bei der Präsentation dabei. Heute, am 2. Juli, war es soweit. Das aufgrund der Corona-Pandemie vom Vorjahr verschobene Jubiläum, 100 Jahre Vorarlberger Fußballverband, konnte gefeiert werden. Passend dazu gab es die Präsentation des neuen Buches 100 Jahre Vorarlberger Fußballgeschichte. Ja, es ist sehr spannend und ich freue mich sehr. Ich habe gerade ein Buch überreicht bekommen. Ich glaube, es ist ein Lebenswerk der Autorenschaft, das darf man so sagen. Und ich freue mich schon sehr. Es ist sehr lesenswert aufbereitet, mit vielen besonderen Schmankerl auch, die man sonst so nicht kennt. Ich habe heute einiges Neues erfahren über die letzten 100 Jahre Fußballgeschichte und ich freue mich schon sehr darauf, dann selber auch noch mehr darin zu blättern. Es ist einmalig, das Buch. Ich habe es jetzt so in der Form auch noch nicht gekannt. Die Anekdoten, die Geschichten sind wirklich lesenswert und jeder Fußballfan findet sicher eine Geschichte, die für ihn interessant ist. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. 100 Jahre Fußballgeschichte. Von der Gründerzeit über den Aufschwung, die vielen Jahre zwischen Anspruch und Wirklichkeit bis hin zur heute noch anhaltenden landesweiten Fußball-Euphorie. Ja, die Anfänge sind ja besonders wichtig, die ersten 20, 30 Jahre, da kann man auch noch nicht so viel nachlesen. Und das ist besonders interessant, wie es begonnen hat, wie viele Zuschauer dort am Platz waren, welche Persönlichkeiten gespielt haben. Also von A bis Z ist alles enthalten, was wir drin haben wollten und was die Autoren auch mit Herzblut zusammen recherchiert haben. Wirklich toll. Der Fußball ist eine wichtige Basis für die Bewegung in Vorarlberg. Motivierte Kinder, tolle Jugendliche, die hervorragend begleitet werden von vielen Vereinen, von vielen Funktionärinnen und Funktionären, von vielen Trainern, Eltern, Engagierten und natürlich ein hochkompetenter Verband, der sich sehr um das Fußballgeschehen in Vorarlberg bemüht. Wir gratulieren. So lesen es sich heute im Löwensaal viele Zeitzeugen aus früheren Jahren, wie Ex-Teamspieler Helmut Metzler, Ex-St. Gallen-Legionär Gerhard Buburita, aber auch Sportler und Trainer, welche für die heutige Fußball-Euphorie verantwortlich zeichnen, wie Nationalspielerin Sabrina Horvath, Alltag-Goalie Martin Kobras und SCRA-Trainer Damir Kanady nicht nehmen, zu feiern und zu gratulieren. Im VfV-Cup-Finale der Herren trafen der FC Lustenau und der FC Egg aufeinander. Wir haben für Sie die Highlights zusammengefasst. Das 45. Unica VfV Cup Finale beginnt aufgrund des großen Zuschauerandranges mit einer 15-minütigen Verspätung. Der FC Lustenau konnte den Pokal bisher dreimal gewinnen. Für den FC Egg ist es die erste Finalteilnahme. Länderspielstimmung beim 45. Cup Finale. Und damit rein in die Partie. Eines gleich vorweg. Hätte Alfred Hitchcock heute beim Cupfinale Regie geführt, der Streifen wäre um nichts spannender, um nichts besser geworden. Die Lustenauer lauern auf ihre Chance und die kommt dann auch. 14. Spielminute, schneller Angriff über rechts, Aaron Erbeck mit dem perfekten Pass in die Tiefe, Johannes Giselbrecht reagiert am schnellsten und es heißt 1:0. Keine Chance für Eckkeeper Fetz. Was für eine Überraschung! Die Reaktion des FC Egg lässt nicht lange auf sich warten. Die Wälder fighten zurück und kommen nur 15 Minuten später zum Ausgleich. Clemens Olsen serviert Marius Metzler die Kugel perfekt und der gleicht via Kopfballbogenlampe zum 1:1 aus. Die Sonderrecker-Truppe ist jetzt wieder auf Kurs. Beide Teams gehen mit Vollgas in den zweiten Spielabschnitt. Offenes Visier, Cupfight Bur im Herrenried.
59. Spielminute. Lustenau über links. Beck auf Gieselbrecht. Aber Eck, defensivler Köp, grätscht die Kugel auf den letzten Drücker weg. 3 Minuten noch zu spielen. Fabi Lang über außen in den Rücken der Abwehr. Drüber. Chance vertan. Und in der Nachspielzeit die Möglichkeit auf den Lucky Punch für den FC Lustenau. Airbag. Zirkelt einen Eckball genau auf die Birne von Patohan Karakas. Doch der setzt die Kugel knapp am Eckerkasten vorbei. Es bleibt beim 1:1. Elfmeterschießen ist angesagt. Nach jeweils 5 Schüssen ist noch keine Entscheidung gefallen. Alle lassen keine zweite Meinung aufkommen, verwandeln sicher. Dann überschlagen sich die Ereignisse. 6. Schütze für Eck. Jonas Köp. Klaus Mendes hält. 6. Schütze für Lustenau. Moritz Beck. Bringt er die Entscheidung? Nein, Fabian Fetz pariert. Der Ecker Patrick Meusburger und der Lustenauer Elias Jonach verwandeln sicher. Elfmeter Nummer 8 für den FC. Simon Lang nagelt das Ding ans Quergebälk. Aber auch Ismet Güler verschießt drüber. Wann fällt die Entscheidung? 9. Strafstoß für den FC. Fabian Lang drüber. Der nächste Schütze für den FC Lustenau. Bringt er die Entscheidung? Abwehrchef Christoph Kobleder tritt an. Verwandelt bombensicher zum 7:6-Sieg für den FC. Jetzt gibt es kein Halten mehr im Herrenried. Der FC Lustenau gewinnt nach 20 Jahren Pause zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte den Cup. Während der FC auf den Premieresieg weiterhin warten muss. Großartig, unvergesslich. Ein Titel ist ein Titel. Drum, ja, einfach genial, was da heute mit dem Überschuss eigentlich gekrönt wurde. Das war der Tag auf Lände TV. Im Anschluss sehen Sie noch das Wetter von Kachelmann. Danke fürs Zuschauen und haben Sie noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Fassadenbau von der Region für die Region mit Weitblick, Vision und Tradition. Das ist Manal. Herzlich willkommen beim Ländlewetter. Am Wochenende erwartet uns unbeständiges Sommerwetter. Der Samstag startet aber zunächst noch mit viel Sonnenschein und es ziehen ein paar hohe Wolkenfelder durch. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen dabei zwischen 9 und 12 Grad. Tagsüber hält sich noch der freundliche Eindruck mit Sonnenschein und ein paar durchziehenden Wolkenfeldern. Erst im Laufe des Nachmittags nimmt dann von der Schweiz kommend die Bewölkung zu. Und gegen Abend kommt dann auch Regen auf, wahrscheinlich erst circa ab 19, 20 Uhr. Bis zum Nachmittag hin steigen die Temperaturen aber auf ein sommerliches Niveau und es werden rund 24 bis 27 Grad erwartet. Am Sonntag ist es dann unbeständig, der Tag startet aber noch aufgelockert bewölkt und oft trocken. Erst ab den Mittagsstunden bilden sich dann vermehrt Regenschauer und auch ein paar Gewitter. Besonders gegen Abend hin können diese auch mal dann kräftiger ausfallen. Es bleibt warm bei bis zu 23 Grad. Am Montag ist es zunächst noch wechselhaft mit einzelnen Schauern. Danach setzt sich ab den Mittagsstunden sonniges Wetter durch und es werden bis zu 24 Grad erwartet. Und am Dienstag kehrt dann der Hochsommer zurück mit viel Sonnenschein und bis zu 30 Grad. Das war's vom Ländlewetter. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.